Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Logbuchs. Ich möchte mich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und mit Ihnen gemeinsam hier ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Es ist ein sehr komplexes Thema, deswegen haben wir gesagt, machen wir eine kleine Serie. Und heute beginnt der Teil 1 zum Thema soziale Medien. Ja, das, was wir hier gerade machen, ich kommuniziere mit Ihnen und im besten Fall liken Sie oder kommentieren ja auch unsere Beiträge und sagen, was Ihnen gefällt oder was Ihnen nicht gefällt. Das kann man mal ganz grob zusammenfassen als ein Merkmal dieser sozialen Medien. Aber es ändert sich immer relativ viel und auch schnell. Ist Facebook noch der entsprechende Kanal, in dem ich meine Zielgruppe finde? Sind dort die Azubis oder die jungen Menschen, die vielleicht eine Ausbildung anstreben, dort auch zu finden oder nicht? Kommen ganz neue soziale Medien auf uns zu, mit denen wir uns beschäftigen müssen? Also man muss hier ein ständiges Beobachten betreiben und da habe ich gesagt, brauche ich mal kurz Expertenrat. Und ich hatte die Gelegenheit, mit Sascha Lobo zu sprechen. Er ist ja sicherlich der bekannteste Autor und Blogger zum Thema soziale Medien und Digitalisierung. Und ich habe ihn gefragt, was er denn denkt, inwiefern sich die sozialen Medien denn weiterentwickeln werden. Hier seine Antwort. Es kommt ja häufig die Frage auf, was sich in den nächsten 10 Jahren ändert, was bleibt und was geht. Und da glaube ich, dass ganz speziell soziale Medien anders funktionieren als die meisten Technologien davor. Ich glaube nämlich, dass das Prinzip soziale Vernetzung, das Prinzip digitale soziale Vernetzung, das bleibt auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass sich die jeweiligen Plattformen durchaus ändern können. Das muss nicht nur sein, dass es dann ganz andere Plattformen sind, aber schon wenn man sich Facebook 2009 anschaut und Facebook 2018, da liegen Welten dazwischen. Und genauso wird es auch weitergehen. Die verschiedenen Funktionen verändern sich, die Plattformen verändern sich. Zum Beispiel lässt sich heute schon sagen, dass sehr viel mehr in Zukunft in privaten Zirkeln geteilt, geshared und kommuniziert wird und dass das große öffentliche soziale Netzwerk eine spezielle Funktion bekommt, nämlich so ein bisschen das Repräsentieren nach außen. Es wird aber definitiv auch in 10 Jahren noch soziale Medien geben. Ja, das ist also die Zukunftsprognose für die sozialen Medien von Sascha Lobo. Wir bleiben also wachsam, wo sich unsere Zielgruppen hin verschlagen, auf welche Kanäle. Hier auf dem Wirtschaftsradar bleiben wir auf jeden Fall auch weiterhin für Sie aktuell und informativ zu finden. Beim nächsten Mal geht es um das Thema künstliche Intelligenz, auch hier sehr komplex und auch da hat Sascha Lobo aber spannende Antworten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.